Es freut mich, das schön zu hören. Ja, so an sich ganz gut. Ich bin bloß mit ein bisschen Kopfschmerzen aufgestanden. Das ist, ich muss auch wahrscheinlich demnächst eine Kopfschmerztablette nehmen, weil es wird irgendwie nicht besser. Von daher, ja. Aber ansonsten alles tut die Paletti. Bist du denn gestern noch... Oder konntest du gestern noch gut grinden? Ja, aber gut, da machst du halt nichts, ne? Leider, leider. Man versucht immer so ein bisschen das auszublenden, aber manchmal klappt das dann halt doch irgendwie nicht so ganz. Helm der Heiligen Lanze. Ein Niederstreckenzauber, einen Zustand bewirkt, erhältst du temporäre Trefferpunkte in Höhe deines Charisma-Modifikators. Das, ja, weiß ich nicht. Des Schattenpirschers. Weiß ich nicht. Ja, das werde ich auch gleich machen. War es irgendwann 1 Uhr? Oha. Oh ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Ist das Chaos? Ist das so Art wie Level oder oder ist das so Art Schwierigkeitsgrad? Irgendwie konnte ich jetzt hier nicht so viel mehr entdecken, was man gebrauchen könnte. Schwierigkeitsstufe. Ah, okay. Dann hoffe ich, also es ist ja, denke ich mal, ist es denn so ähnlich wie bei Diablo zum Beispiel, dass dann halt der Loot und sowas besser wird? Dann gibt es noch einen Endlosmodus. Oha. Aber der kommt dann ganz zum Schluss oder ist der separat? Ah, okay, gibt ihm besser Loot, okay. Ja, nun. Dann, hoffe ich mal, dass das dann nicht zu hart wird dann. Aber man ist halt dementsprechend wahrscheinlich schon equipped und, alles so, dass das wahrscheinlich nicht so das Problem darstellen wird. Okay, ja, 10 bis 21. Gut des unbefangenen Kushigo. Also sonst, das, was ich bisher so hier gesehen habe, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Fersen zusammenklicken. Schnelle Schritte, wenn der Träger im Kampf spotet oder ähnliche Aktion ausführt, erhält er 3 Züge lang Wucht. Das lasse ich dann doch eher. Achso, mit dem Prestige-System kannst du deine Sets verbessern. Das bringt dann definitiv was. Take care now. Und ja, das klingt so, als ob du definitiv noch eine Menge zu tun hast. Da kannst... Und hey, solange es Spaß macht, ne? Warte mal, ich geb mal... Nein, warte. Das ist, so war das mit dem Aufteilen, genau. 1. Und er kriegt noch einen. Die können wir hier noch aufteilen. Du kriegst noch 2. Und den Rest verwalte ich weiter. Wächterschild. Konzentrierte Sinne. Du erhältst einen Bonus von 3 auf Initiativwürfe und bist bei Attributswürfen auf Wahrnehmung im Vorteil. Schildschlag. Wenn dich ein Gegner mit einem Nahkampfangriff trifft, kannst du deine Reaktion verwenden, um Gegner umzustoßen. So, das ist eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt, ne? Aber gut, das hier ist auch Schildschlag. Ich würde eher das hier nehmen, weil sie dadurch Zauberplatz ersten Grades dazu bekommt. Und das hier legen wir ins Lager. Du bekommst den Umhang.
Und für Will war der Stab. So. Ja, das ist, denke ich, also beim Tower Defense Game ist es definitiv gut. Also Range und sowas zu verbessern. Das macht wesentlich Sinn, ja. Weil es ist lange her, dass ich mal ein Tower Defense Spiel gespielt habe, ne? So, warte mal. Hier sind wir ja safe. Und daher kann ich eigentlich meine Waffe mal wieder anlegen. Mein Geld. Das können wir stapeln. Und wir können es nochmal sortieren. Nach Gewicht. So. Das klingt auf jeden Fall gut. Und als ob man sich so definitiv die Zeit vertreiben könnte. Hast du gestern den ganzen Tag gespielt oder hast du noch was anderes gemacht? Gut, da gibt's noch einen Händler. Oha, ob der was anderes noch hat? Und hier gibt's noch einen Schmied. Toll. Was das Teufelsherz? Oh, warte, hier müssen wir. Warte, wir müssen eben zurück. Lager. Wir müssen Karlach holen. Hab den ganzen Tag gesuchtet. Das klingt doch gut. Aber was anderes habe ich auch nicht. Ja, was heißt auch nicht gemacht. Also ich habe gestern halt Starfield gespielt. Denn war ich nochmal kurz einkaufen gewesen. Ich habe mir Linsenchips mitgenommen. Mit Paprika. Die waren gut pikant, muss ich sagen. Und waren sehr lecker. Also die Tüte war sehr schnell leer. Oh, darling, I'm hurt. I get it sounds awful. It sounds awful. Ja, ist so schrecklich, dass du hier bleiben musst. So, wo haben wir Carla? Hier ist Carla. Glad to have an ally. Ich muss ihren Helm wieder ausblenden. Copper for your thoughts. Los, wir brechen auf. Let's go, go, go. So, warte mal. Ich muss ihren Helm ausblenden. Komplett ausblenden. So. Looking ahead. Ja, und dann habe ich noch Armbrot gegessen, quasi. Es gab gestern einerseits Sushi, aber halt nicht dieses Sushi, wo halt in, diesen Algengedöns eingerollt, sondern das, wo du halt quasi diese Reishäufchen, nenne ich es jetzt mal, mit Lachs drüber hast. Und dann gab es noch ja, so eine Bowl mit Hähnchen und also so Hähnchen im Teigmantel, könnte man sagen. Reis und Edamame, ein bisschen Karotte dazu. Also quasi bist du auf jeden Fall gestern gut vorangekommen. Ja, ansonsten, was habe ich gestern sonst gemacht? Dann habe ich noch ein bisschen die ganzen Assassin's Creed Sachen, die ich jetzt voriges Wochenende aufgenommen habe, geschnitten. Vor allen Dingen ist mir denn so eingefallen, scheiße, du wolltest doch eigentlich für diesen Sonntag eine Folge Hand hochladen. Dann habe ich noch schnell gestern die Folge von Donnerstag, beziehungsweise die eine Runde, die relativ gut war, von Donnerstag. Boah, eine, glaube ich, es war die einzige Runde, die am Donnerstag echt gut war. Habe ich dann zusammengeschnibbelt und hochgeladen. Die man mittlerweile übrigens bewundern kann. Für nächsten Sonntag mache ich dann die Tage soweit ready. Das wird eine der Runden oder ja, eine der Runden sein, die wir gestern, nee, vorgestern gespielt haben.
So, warte mal. Oh my God, Soldier. That's Jahira. The Jahira. Sie lebt in der Stadt, nicht wahr? Don't you know the whole story? Nö. Years ago, over a century, Jahira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jahira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories a thousand times since. I never thought I'd meet Jahira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Okay, Karlach ist ganz aus dem Häuschen, aber wir sind eigentlich nicht deswegen hier, sondern wegen Daemon sind wir hier. Aha. Thought I sensed an infernal. What are you doing here? Same thing as you, I reckon. Trying to stay out of the shadows. Hold on. I know you. The weaponsmith, right? Drafted into the blood war when your city was swallowed by Avernus. Not too different from my own story. Well done making it out alive. Same to you. Though unless my senses deceive me, you brought a bit of the hells back with you. Infernal engine? Who needs a heart when you've got one of these to keep you? Man möchte fast meinen, dass sie so ein bisschen knister zwischen den Beinen hat, ne? You're burning up. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Ja, ich bin auch fleißig am grinden. Ja, 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 ja. Könnte man so sagen. Ja. Now that's hot. Too hot. I think I could sort you out. But I need some infernal iron and a lot of luck. Okay, das Eisen haben wir, glaube ich, sogar. Das wäre nicht das Ding. Da bräuchte ich nur ins Lager gehen. Ja. Genau. Ja, und dann, ich habe, glaube ich, gestern noch... Boah, das war aber gegen 11, glaube ich. Habe ich denn noch ein, zwei Handrunden gemacht. Und dann habe ich, gut, das reicht für heute. Jetzt gehst du erstmal wieder auf die Couch und, ach, siehst du, und ich habe mir gestern noch Equalizer 3 angeguckt. Ja, das war quasi mein Samstag gestern. Also, ja, prinzipiell nichts Großes, könnte man sagen. Wisst ihr vielleicht, wo wir infernalisches Eisen finden? As a matter of fact, I think I might. I've sensed some in the area. It has a pull to it. Absolutely magnetic. Once you know what you're looking for, I can show you where I'd look. Wir suchen Eisen. Fuck yes, we will. Sure. Meantime, if you need to stock up, everything I have is available. Was hat er denn noch? Vor allem, er hat, glaube ich, auch noch so ziemlich das, was wir an ihn verkauft haben, ne? Gefühlt. Ringpanzer. Das ist schwere Rüstung, aber das wäre höchstens was für Karlach. Was steht heute bei dir an, Frau Lypia? Dasselbe wie gestern? Oder was machst du halt Feines? Aber hier kriegen wir einen Bonus von plus 2. Von daher ist das eigentlich irrelevant. Was ist das hier für ein Schwert des Lebensentzugs? Ja, eigentlich auch nicht schlecht. Das würde mich auch reizen. Es macht zwar prinzipiell weniger Schaden. Was ist denn das? Das ist ein Kurzschwert. Wir haben ein Langschwert. Bin ich mir noch nicht so schlüssig. Wäre auf jeden Fall
nicht verachtenswertes. Shout if you need anything else. Dasselbe wie gestern, dann drücke ich dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass du vielleicht dein Chaos-Level noch erhöhen könntest. Warte mal. Dann gehen wir nochmal ins Lager, weil ich weiß, dass wir eins haben wir definitiv hier. Have to keep going. No traps, please. Und ich werde mir gleich noch einen Kaffee machen. Warte mal, wir sollten mal sortieren. Nach Gewicht. Adamant-Truhe. Habe ich die noch gar nicht geöffnet? Es gab irgendwo eine Truhe. Wo wir das drinne hatten. Frag mich jetzt mal bitte auch nicht, welche Truhe das gewesen ist. Nein, du solltest nicht ins Inventar... Mäh, ihr Schafe. Du bleibst schön hier. Zu weit zum Werfen. Okay, die ist verschlossen. Die ist auch verschlossen. Die ist aber jetzt offen. Oh, dafür habe ich einen Schlüssel gehabt. Okay, interesting. Holztruhe. Nee. Seltsame Kleidertruhe, die wollen wir auch nicht. Ach, hier ist es doch. Wow. Aufheben. So, gehen wir mal zurück. Was? Oh, noch mehr Leveln. Also es nimmt denn quasi ein paar mehr Tage in Anspruch, meinst du? How fast the search? Ich habe das infernalische Eisen, das ihr erwähnt habt. Please let this work. Mm. The weight of it and that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Karlach sieht irgendwie so ein bisschen. Give me just a moment. Er sieht trotzdem ein bisschen verliebt in sie aus, muss man schon mal sagen. That feels good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be eine Dämmschicht. The combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Aber wie? Let me sleep on it. I just might be able to work something out. Hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. I'll need more infernal iron either way, though. Okay, dann müssen wir gucken, wo wir infernalisches Eisen herbekommen. Level 20.000, what the fuck? Seit wann gibt es das Spiel? Das muss ich selber mal gucken. Dungeon. Die Fenders 2. Da gibt es auch eine 12-Euro-Version von. Gut, es gibt
2017, okay. Ewig, ja. Könnte man tatsächlich so sagen. Wir haben jetzt 2023, also seit gut 6 Jahren gibt es das Spiel. Holla die Waldfee. Wie ist es da eigentlich mit, dadurch, dass es ja ein kostenloses Game ist, mit dem Echtgeldanteil? So, wenn mal zu Carla. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Dann finden wir mal was Böses, was ihr vermöbeln. Wir finden noch mehr infernalische Eisen und ihr bekommt auch die zweite Aufrüstung. Sooner rather than later would be good. I feel like I'm burning serious fuel. Dann finden wir etwas, was ihr verbrennen könnt. That's what I like to hear. Now, let's trot. Standing still is making my skin itch. Was machen die hier hinten? Ach so, die unterhalten sich nur. Wir könnten aber trotzdem noch weiter erkunden, soweit. Gut, wäre die Frage, ob du die Taschen bzw. Bankplätze so nötig brauchst, dass du dafür Geld ausgeben musst. Ist das denn so? Also, dass du das bräuchtest gegen Echtgeld? Also, ist das ein Ding oder eher nicht so? Very well. Was mit Bags? Please, I just want to be alone. Ich erinnere mich an euch. Wo ist euer Mann? Gone? Warum? Cultists. Oh. It was so dark. I didn't realize until the children started screaming. They rounded us up. Cut us up. Die müssen den, wollte gerade sagen, die müssen in den Turm der Mond. Moonrise Towers. Türmen des Motorgangs verschleppt haben. But my love, Dennis. Martin Dahl, Roshan. Wie seid ihr davon gekommen? I've always been good at running. Unlike Dennis. I didn't realize one day our lives would depend on it. I just wish I could have said goodbye. Kann ich was tun, um zu helfen? ich werde es finden und zu euch zurückbringen. It's hard to imagine him making it after everything that happened. But if you find him, it would mean the world to me. Ja, dann werden wir mal. Aber wir haben gar keinen Journal-Eintrag bekommen. I wish I hadn't left him behind. Ah, doch, hier. Na, nee. Wir sind so was. Hier ist wie so eine magische Barriere drumherum, ne? Ob die Jahira errichtet hat? Ah, okay, also quasi wäre es gewisserweise schon empfehlenswert, wenn man ja, da so ein bisschen mehr Platz hat. Aber ich sag mal, solange das jetzt nicht so extrem viel kostet und so gesehen in Anführungsstrichen eine einmalige Ausgabe ist, why not? Mal hier oben sind Fallen. Wo wollte ich denn eigentlich hin? Könnten wir hier hochgucken? Weil darüber sind, glaube ich, noch. Die sind alle unten. Okay.
Ach so, das ist der Ochse. Der Ochse irgendwas zu erzählen hat. Where am I needed? Hallo? Pam, danke. And if I may. Mm, it's toasty in here. Okay, also er hat nicht wirklich viel zu erzählen. No, incapable. Warum unfähig? Unfähig wozu? Not for you to know. Oh, das wird ein Würfelwurf. Oh, 14. Aber wir haben einen Bonus von... Schicksal des dunklen Meisters. Das können wir auch noch hinzufügen. Ein D10-Würfel. Das ist 2. Das sieht gut aus. Und eine 8 dazu. Well. Come close. Your mind to mine. Are you satisfied? Was bist du wirklich? Keep quiet and you won't have to find out. Was immer du bist, zeig dich. Soll das eine Drohung sein? All I wanted was a bit of hay, a good brushing and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Das sieht nicht nach einem Ochsen aus. Also nicht so wirklich. Warte mal, wir gehen mal hier hin. Jimmy on the go. Okay, wenn wir immun gegen Säure. Ich glaube, wir sollten hier nicht rein. Also zumindest nicht so wirklich. Ich will denen jetzt auch gar nicht zu nahe kommen. Okay, warte mal. Oh Gott. Mit der Chemnitz ist es ein bisschen komisch. Glück der Fernreiche. Und noch einmal bitte. Danke. Dann beenden wir deinen Zug. Du gehst ein bisschen zurück, bitte. Was auch immer es war. Just when I think I've seen it all. At least it's dead now. Ja, also trotzdem. Shouldn't have wished to live in... Trotzdem wüsste ich gerne, was das gewesen ist. Malachit, eine Perle. Hut der Feuerschärfe. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, egal was es war, es sah sehr komisch aus. Und was halten eigentlich die beiden Ochsen hier davon? Strange fellow, that one. You sure made a mess of him. Ja, so leicht. Und was hat er dazu zu sagen? You were making quite a ruckus over there. Hope everything's all right. Blood. Ist schön, mit Tieren zu sprechen. Ja, genau das. Genau das, Lieb, ja.